Far Cry 4. Und ja, dieses Mal sind wir auf der oberen Insel. Oder Insel ist es ja nicht mehr. Auf dem oberen Land oder was auch immer. Auf dem unteren. Ja, bin ich so ziemlich ganz schön weit. Und ich habe jetzt die Mission gemacht, dass ich halt jetzt hier rüber kann. Und ja, ich habe, sagen wir so, ich bin da schnell hingerusht. Also habe die Mission alle nacheinander schnell gemacht. Damit ich einfach die neuen Waffen freischalten. Hinter mir, nee. Damit ich einfach die neuen Waffen freischalten kann. Ich brauche noch. Oh, immer dieses Radio. Das kann aber auch nicht ausstellen. Richtig scheiße. Oh, es gibt noch drei, nee, vier Waffen, die ich noch nicht habe. Also einzigartige Waffen. Und ja, dafür muss ich noch, ich glaube, 10 Dörfer machen oder 8. 17 Glockentürme. Und ja, was war denn der Rest noch so? Wo muss ich überhaupt hin? Ich fahre in die falsche Richtung. Ja, was war denn der Rest? Den Rest habe ich vergessen. Aber das war bestimmt irgendwas Interessantes. So, dann wollen wir denen ja mal kurz mal helfen. So. Okay, jetzt Geld. Auf jeden Fall. Ja, ich will unbedingt alle Waffen haben. Mich interessieren die irgendwie viel mehr als alles andere. Und ja, momentan sieht meine Ausrüstung so aus. Halt's Maul. Ich habe jetzt die hier. Das ist halt so eine Waffe halt. Und ja, dabei habe ich noch den Granatenwerfer als Zweitwaffe, wie immer. Den, oder ist die? Eine fette Sniper. Und ist auch, glaube ich, ist eine einzigartige Waffe. Ich verstehe das nicht. Was machen die da? Und dann habe ich noch hier so einen Bogen. Den habe ich immer dabei. So. Aber ehrlich, die KI oder generell hier alles, die ganzen Leute, das regt mich nur noch auf in diesem Spiel. Ich meine, habt ihr das gesehen? Diese Passanten, die kommen einfach angefahren, weg da, ihr steht auf der Straße und fatzt die einfach da weg. Ey, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Und keine Ahnung, das passiert ja immer nur. Oder keine Ahnung. Irgendwie nur sowas passiert. Oh, was ist denn hier los? Ja. Befreien wir mal den Tigger. Weg mit dir. Ich mach das mit dem Bogen einfach, weil es cool ist. Ach, komm her. Warum rennt der überhaupt? Egal. So. Ja. Wir wollten, oder ich wollte in dieser Folge Dörfer einnehmen und. Ja, vielleicht wollte ich auch irgendwann mal irgendwie so einen Timer einstellen, damit ich weiß, wann ich bei ungefähr 3 Stunden angekommen bin. Hey, jetzt kommt. Oh, der kann gut für mich sein. Na, geht kaputt. Ich will den nicht langfahren. So. Wie viel kriege ich? Hä? Wie viel? Möchtest du? Ne? Ne? Ah, 18.000. Ja, okay, bringt jetzt nicht so viel. Ja. Es gibt irgendwie ziemlich viele Sachen, die mich stören. Jetzt zum Beispiel, dass die, also die KI, sage ich jetzt einfach mal, dass sie einfach total behindert ist. Dazu noch, dass man, also man kann die Musik ausstellen, das habe ich auch schon längst gemacht. Aber man kann nicht das Radio ausstellen. Soweit ich weiß, ich habe in den Einstellungen jetzt nichts gefunden. Und ja, das regt mich übel auf. Bei der einen Mission, wo man über die Brücke fahren muss, oder die, ich sag mal, die Mission, um aufs andere Land zu kommen, da ist so eine. Ja. Was ist das für eine Musik? Hier heißen diese Nacho-Esser. Spanier. So eine spanische Musik, wo jemand so richtig behindertes Zeug labert. Das hat mich so aufgeregt. Und das habe ich angekotzt. Ich habe ehrlich überlegt, ob ich jetzt einfach den Sound erstmal ausmache für die Mission und einfach lieber ohne Spielsound spiele, anstatt diese scheiß Musik auf den Ohren zu haben, die man nicht ausstellen kann. Das hat mich so angekotzt, jetzt ehrlich. So, wir sind am Dorf. Und. Okay. Und ja, es gibt noch mehr Sachen, die mich aufregen, aber dazu gehört zum Beispiel. Ja, du willst jemanden looten und hebst die AK auf. Und so geht's immer weiter. Oder ja, es gibt viele solche Sachen. Man kann zum Beispiel mit Granatenwerfer
nicht den Heli zerstören oder, also die Granaten fliegen einfach durch. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich meine, da haben die ein Jahr Zeit für so ein Spiel und dann übernehmen sie einfach die Grafik aus Far Cry 3. Die so fast die gleichen Waffen und irgendwie, ja, übernehmen die Ideen und fragt man sich manchmal schon so, ja, was ist denn jetzt dabei? Warum könnt ihr denn sowas nicht mal fixen? Das ist genauso wie, dass es ja kaum lief oder ich weiß nicht, ob es jetzt läuft. Aber ich nehme jetzt mit OBS auf, wo ich gar nichts schneiden kann und generell gar nichts machen kann. Und die Stimme sich auch viel behinderter anhört. Meint übrigens auch die Leute im TS, dass sich das einfach bei der Aufnahme auf YouTube ganz anders anhört. Oh. Ja, ich wollte hier erstmal ein bisschen hier fotografieren hier. Die haben drei Alarme. Hm, ah, da ist einer. So, zwei, okay. Ja, ich werde sagen, also eigentlich, also ich gehe eigentlich immer danach, dass ich die am weitesten oben sind, die müssen als erstes ausgeschaltet werden. Und eigentlich als erstes ja auch der Alarm. Deswegen mache ich den gerade auch mal. Also, hier ist ja der erste. Zwei weitere, die sollen, da hinten ist einer und der andere weiß ich gerade nicht, muss ich dir gucken. Hm. Also ja, immer Alarm ausschalten und dann eigentlich von oben nach unten gehen. Also halt immer so ausschalten, dass die einen nicht irgendwie sehen oder müssen, ne? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Takedown bei dem Typ hier oben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die sterben hier, Wanted. Scheiße. Ja, sie schreien schon. Alarm! 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 Alter! Ja, not even close. So, und wenn ihr dann übelst verkackt habt, dann sucht euch den nächsten Alarm und haut einfach ab. Ne? Ja, ich meine, das nächste Dorf holt ihr euch und ihr haut einfach mal ab, würde ich mal so sagen. Ey, aber ehrlich, da hat man doch keine Chance, die wegzuholen. Bei Far Cry 3 ging das so, dass man den direkt wegzieht. Ich hab's drauf. Ich bin der Beste. Auf jeden Fall. Bin ich jetzt ehrlich gegen Baum geflogen? Ja. Ja, was soll man da machen? So, bestimmt habe ich wieder alles verloren, was es gibt. Zu dem Dorf. Ja, ich kann auch zu dem, ne? Ich meine, jetzt ist da, glaube ich, nichts mehr. Also, das war die Taktik, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Nämlich, ihr fliegt einfach gegen Baum. Dann könnt ihr. Ja, dann könnt ihr es direkt nochmal wiederholen. Ja. Aber deswegen ja auch eigentlich Alarm als erstes. Alarm hat Priorität. So, ich nehme mir mal den Bogen. Komm schon. So. Ja, klar, der kommt natürlich zu mir. Nice. Ja, von wo kann ich... Ah! Warum kann man hier nicht hochgehen? Das... Ja, ja. Hey, den brauche ich noch. Ich glaube, ja. Ja, das ist der Schneeleopard. Ja, Herstellung. Ich bin momentan so weit und irgendwie... Irgendwie kommt keine Kriat Fashion Week mehr. Ja, hock einfach am Alarm. Warte mal, ich muss mal kurz hier Skills gucken. Wo ist es denn? Ne? 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 Ach, F gedrückt halten danach, okay.
So, ich lock dir mal hier, ja? Ich glaube, der wird nicht gesehen. Nee, der wird nicht gesehen. So, da oben ist irgendwo ein Scharfschütze. So, wir nehmen den uns mal eben weg. Und ja, wo können wir den hinschmeißen? Hier hinter? Ja, joa. Ich würde mal sagen, das geht. Ach so, der hier oben ist ein Scharfschütze. So, Alarm. Ne? Hat er es bemerkt? Ich glaube ja, ne? Ja. So, dann gucken wir mal, ob wir noch mehr markieren können. Ah, da ist noch einer. Da unten. Ja, aber der hier oben, der... Ja, den kriegen wir nicht weg. Ah, und den... Also, bei einem Dorf, da hat das mal geklappt. Da habe ich einfach... Da war ein Typ auf dem Haus. Und dann... Ja. Den habe ich getötet. Und dann habe ich da Steine gegen die Leiter geworfen. Und dann sind da alle hochgeklettert. Und ich konnte jeden nacheinander so wegholen. Das war übel gut. Ah, Mann, jetzt kann ich das gar nicht sehen. Ich hoffe, der sieht mich nicht. So. Einer übrig. Ja, jetzt müssen wir den irgendwie bekommen. Hallo? Ja, ist niemand. Ja, okay. So, jetzt wo wir die haben, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Jetzt kann uns eigentlich niemand mehr was, würde ich mal so sagen. Und... Der sieht aber schon speed aus, ne? Komm, bleib mal unten hier. Ich wollte keinen Stein. Warte mal, was macht er? Hier, oh shit. Da kommt noch ein zweiter. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, ich könnte den füttern oder so, aber nee. Warte mal. Jetzt muss ich aber mal hier. Ah, und schnell weg. Schnell weg. Oh. Ah, der Jaguar hat ihn. Oder Schneeleopard. Nice, ey. So, ich hoffe mal, ich kann hier jetzt hoch. Ohne dass irgendwie was passiert. Der Sniper, wo ist der jetzt? Der müsste hier auch irgendwie rumlaufen. Ich meine, markiert. Hä? Ist der jetzt auch gestorben? Das wäre komisch. Hallo? Ja, krass. Ist der Jago hier hochgesprungen oder wie? Oh shit. Oh. So, schnell mal hier runter. Ja, der war ein bisschen zu weit. Ah! Jetzt geht der ja rein. Wie der... Du Hurensohn! Nein! Ja, ein Feind ist hier. Ey, ich wusste nicht, dass die mehr aushalten. Was, Alter? Das... Ah. Jetzt ernsthaft. Was hast du da gerade gesagt? Haha, erbärmlich? Hast du... Nee, oder? Nee, jetzt gibt's aber hier. Ne? Merkt ihr das? Naja, also so, nee. So geht das mal gar nicht. Nee, du, nee. Schwerer Takedown, 500 XP. Also XP, ich bin wirklich so einer, der braucht immer sehr viel XP, denn durch XP bekommt... Was? Durch XP bekommt man immer ganz viele Punkte, die man dann verteilen kann, und da habe ich leider noch nicht so viele. Ihr seht hier, sind nur noch ein paar Felder offen. Und ich bekomme die einfach nicht zusammen hier. 17 Punkte, aber ich brauche einfach mehr Punkte, ne? Ach, die Mission immer. Machen wir eine Mission? Nee. Übrigens, wenn ihr euch denkt, wir kommen hier nicht an das Poster ran, aber wir müssen das runterholen, bam. Und ihr habt's. Und das geht auch mit hier, ja,
Mit Dingens Cocktailen. Cocktail? Molotow, irgendwas. Und ja. So, was, wieso brauchst du Hilfe hier? Jagd überleben. Beschütze die verletzten Zivilisten vor herumstreunenden Wölfen. Wenigstens ein Zivilist muss überleben. Blö. So, was. Ey, Map. So, was gibt's hier Neues? Ich würde mal sagen, wir machen das Dorf. Wir sind erst bei 12 Minuten, da können wir das noch irgendwie reinquetschen, wenn wir nicht total failen. Ja, da springt er natürlich nicht rauf, weil das ist zu Mainstream. Nee, also. Nee. Warum sollte man da raufspringen können? Gibt hier keinen Sinn. Okay, so. Bitte aktiviert jetzt nicht den Fallschirm. Das ist manchmal so irgendwie. Ja, ich bin von einem ganz hohen Berg so runtergesprungen. Und davor war halt noch so ein Baum, 5 Meter tiefer oder so. Und da bin ich so an die Spitze ganz leicht so, war ich halt drüber, aber mitten in der Luft. Und auf einmal öffnet sich einfach dieser Kack-Fallschirm, weil er sich denkt, ja, der ist gerade auf der Flucht. Nee, der braucht jetzt unbedingt einen Fallschirm. Aber der mitten in der Luft abgebremst wird. So, was soll ich machen? Den hier. Aber was ich auch sehr dumm finde, nochmal auf die Sache von eben zurückzukommen. Ich finde es halt einfach, der Bogen, der sollte so eine Waffe sein, mit der man hat kein Dauerfeuer, man hat, also, man muss treffen, man muss die Höhe, die Entfernung mit einberechnen. Und wenn der denn nicht One-Shot ist, dann weiß ich nicht, warum dieser Bogen im Spiel sein soll. Also ich hoffe mal ganz doll, dass da noch ein Secret Special Ultra Bogen dabei ist, den man erst später irgendwie freischaltet oder hier irgendwie, womit man eine One-Hit macht. Aber so meine Lieblingswaffe einfach, sage ich mal, so ganz krass zu nerfen, das bringt mir nichts. Da kann ich gleich was anderes spielen gehen. Natürlich würde ich das nicht, aber ist halt einfach so, ne? So, ich wollte hier noch ein bisschen Geld holen. Hallo? Ja, danke. Ey! So! Ich will nicht die andere Waffe, ich will den durchsuchen. Danke dir. Ey. Das einzige Problem ist, dass man denn ja minus XP bekommt. Das einzige Problem. So, weiter geht's. 300 Meter. Ja, schieß nur weiter rum. Wir sind hier nicht auf gefährlichem Gelände, aber. Schieß rum, mach mal. Mach einfach mal, ne? So, einmal kann man den, denke ich mal, noch öffnen. Was war das? Oh. Was war das denn für eine Landung? Na egal. Okay, was ist das denn jetzt für ein Dorf? Sind da welche? Da oben, ja, ne? Oder? Ja. Hey, Moment, den kann ich ja eigentlich jetzt schon wegholen. Na, aber mit der Waffe ist mir nicht so sicher. So. Ich hoffe mal, der hat jetzt nicht irgendwie seine Kollegen da oben. Hey, die feuern. Was feuern die? Ich glaube, die haben die Leiche. Die haben die Leiche. Scheiße. Wo ist jetzt weiter? Da oben drauf? Ist es euer Ernst? Scheiße, die haben den Alarm und ich komme nicht daran. Ich meine, die wissen, dass da eine Leiche ist und ich komme nicht an den Alarm. Oh shit, ich muss schnell hier hoch irgendwie. Komm schon, komm schon, komm schon. Da. Oh, gut. Einer da übrig, scheiße. Da hinten. Ja, geil, den kann ich nicht erwischen. Doch. Vielleicht. Ah. Nein, fahr doch jetzt nicht dran hier vorbei. Stein. Ja. Aber da steht ein Sniper daneben.
Pack Stein. Oh. Das war aber jetzt ein bisschen hier knapp, ne? So, den haben wir. Da können wir hier noch den wegholen. Ist da noch irgendjemand, der irgendwie oben steht? Nee, aber hier unten ist einer. So. Hier vielleicht? Nee. Okay. Warum läuft er da rum? So. Wie viele fehlen noch? Ich glaube, nicht mehr viele. Okay, Musik. Cool. Oh. Gebiet ist sicher. Sagt er, wenn er einer Leiche voranrennt. Du hast mich nicht gesehen? Nee, nee. Hallo? Ich markiere den mal lieber. Ah, nee, ich mache das nicht damit. Ich laufe irgendwie nur gerne mit dem Bogen rum. Headshot. Ja, das ging ja schon mal besser. 17 von 24. Unentdeckt. Ja. So, ja. Schwerer Takedown, wieder mal XP, die ich sehr gut gebrauchen kann. Und ja, dann klären wir mal eben hier die Poste. Ah, die kann ich so holen. Da will ich jetzt nicht hier die Leute hier verärgern. Ein Adler! Ich will jetzt nicht mein Haus anbrennen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Problem? Oh, Schneejaguar. Alter, halt doch noch mehr aus. Ja, klar. Ey. Alter, die schießen schon wieder hier mit Mörsern. So, dann den Jagd, den brauche ich nicht. Aber warum machen die hier so Geräusche? Egal. So, wo ist, hier ist mein Haus. Kira-Seika. Alter, das sind aber auch behinderte Leute. Stellt euch mal vor, ihr kommt nach Hause, denkt so, ja, schön, heute wieder schön viele Menschen getötet und verbrannt. Ja, perfekter Tag eigentlich, jetzt erstmal nur noch ins Bett gehen. Und dann sitzt da so ein Spast in eurem Haus, gefesselt und sagt: Kyra, sei Dank, ich bin gefangen, helfe bitte meinen Freunden. Oh, sie haben mich hier festgehalten. Spasti. So, wo ist hier, Edeka? Hä? Ach, da. Ah, ne, ich verkaufe mal lieber nicht. Mein Geldbeutel ist nämlich immer voll. So wie in echt natürlich. So, vier Waffen. Buschmann. Ah, vier Level in der Arena brauche ich noch. Aber die Arena ist übel langweilig. So, AMR, die will ich unbedingt haben. Dafür brauche ich noch sechs Außenposten. Die Ripper, dafür brauche ich noch zwei Festungen und hier noch. Ah, sieben Glockentürme nur noch. Jo. Das werde ich heute alles wahrscheinlich noch erreichen. Also jetzt am Tag heute. Aber ich will erst mal sagen, das war's für die Folge. 20 Minuten, 21. Das ist, nee, 23. Das ist, doch schon ganz in Ordnung. Naja, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Warum auch nicht? Und tschüss. Hey!